Grüße rüber zu Mario, auch von meiner Seite. Gott ist stark und er ist kurz zu uns. Amen. Amen. Ich möchte noch ein bisschen über ein Thema reden, das ist nicht unbedingt das Einfachste ist, aber auch sehr wichtig für uns. Ich möchte gerne reden über ein festes Fundament in unserem Leben legen. Eine starke Grundlage. Was das bedeutet für uns, was möchte Jesus von uns, wie können wir sein Fundament für unser Leben legen? Ich komme drüber zu beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke, dass du gut bist, dass du treu bist, dass du gerecht bist. Danke, dass du einfach uns durch und durch gibst, Jesus, für Gott. Danke für dein Wort heute Morgen, für das, was du vorbereitet hast. Danke für deine Treue, danke, dass dein Wort wirklich lebensverändert ist, wirklich Unterschied macht in unseren Herzen, wenn wir es wirklich ans Herz nehmen und es einfach in uns Frucht bringen lassen. Segne einfach dieses Wort heute, segne auch das Abendmahl, das vor uns kommt, Jesus. Danke, dass du noch uns begegnen möchtest, in den kommenden Minuten zu uns sprechen möchtest. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Wir sind gerade am Umbauen zu Hause, manchmal haben wir es so mitgekriegt. Und ich war einfach erstaunt, wie viele Auflagen gibt es für ein Dach. Ja, das ist nicht mal das Fundament diesmal, das ist das Dach. Wir sind da mit Markus und seinem Team da zusammen und haben uns sozusagen die Stadt informiert. Ja, wir wollen das und das machen mit dem Dach. Und dann kamen die Behörde und die Behörde und der Statiker und jeder hatte so seine Gedanken und seine Punkte, die er da bringen wollte. Und es war einfach erstaunt, wie viele Auflagen. Statik, für alles Mögliche, was da gemacht wird, für Brandschutz und so weiter und so weiter. Wir dürfen nicht vergessen, wir leben im Land der Ordnung, ja? Da gibt es für alle Vorschriften und die muss man einfach halt halten. Ja? Am letzten Donnerstag waren wir bei Roland und er hat uns erzählt, wie kompliziert es ist, Kaffee in Deutschland zu rösten und zu verkaufen und wie viele Auflagen dort gibt, was da für Zollbestimmungen und so weiter. Wir waren einfach erstaunt. Aber so ist halt in unserem Land, es gibt Ordnung für alles, es gibt Vorschriften und hier schaut man auch ganz genau, wie man baut, was man baut und natürlich schaut man sehr viel auf die Sicherheit. Und das hat natürlich auch viel Gutes mit dabei. Ich denke, so ist es auch im geistigen Leben. Wie wir bauen, ist sehr entscheidend für unser Leben. Wie bauen wir unser geistiges Leben auf? Weil unser Geistesleben kann wirklich wie ein Bau gleichen. Und Jesus vergleicht es auch mit einem Bau, mit einem Haus. Wir sehen das in Lukas Kapitel 6. Da predigt Jesus eigentlich zu einer Menge von Menschen, die ihm nachfolgten. Das waren jetzt keine zufälligen Leute, sondern waren eigentlich seine Jünger, seine Nachfolger und diese erweiterte Gruppe. Und auch einfach einige Menschen dazu, die eigentlich Jesus ständig nachgefolgt haben. Das war jetzt nicht die große Menge von der Bergpredigt, die viele tausende Menschen, sondern eine kleine Gruppe von Menschen, die wirklich gedacht haben, sie folgen Jesus nach. Und die sind interessieren her. Und dann spricht Jesus solche Worte zu denen. Lass uns gemeinsam lesen in Lukas Kapitel 6, Vers 46 bis 49. Was nennt ihr mich aber, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wer ihm gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Sturm an jedes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Der aber gehört und nicht gedankt hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute ohne Grundmauern. Der Sturm stieß daran, sogleich fiel es, und der Sturz jenes Hauses war groß. Es ist wichtig, auf ein gutes Fundament zu bauen. Es ist wichtig, wichtig zu bauen. Und ich bin sehr dankbar für Menschen wie Markus, die wirklich das Wissen haben, aber auch dieses Ausdauern, diese Entschiedenheit, die Sachen fest und gut zu bauen. Wer Markus kennt, weiß es, er baut wie für die Ewigkeit. Sag ich mal, das ist gut so.
gut zu bauen, macht wirklich den Unterschied. Und Jesus sagt hier, fängt mit diesen Worten, was nennt ihr mich, Herr, Herr? Das heißt, hier waren Menschen, die Jesus wirklich Herr genannt haben. Ne? Und haben gesagt, Jesus, du bist unser Herr. Aber Jesus hat die Herzen gesehen, der wusste, das waren nur leere Worte. Er stand nicht viel dahinter. Weil wenn Jesus wirklich Herr wäre, von unserem Leben, von ihrem Leben, würden sie ihm gehorsam. Und er wusste, viele von diesen Menschen waren nicht bereit, den ganzen Leben mit ihm zu gehen. Es ging Richtung das Kreuz. Jesus wusste, jetzt wird es ernst. Der wusste, manche Menschen werden es nicht bereit sein, diesen Weg mit ihm zu gehen. Diese Nachfolge bis das Kreuz. Und er wusste selbst, das Ende des Kreuzes und seine Jünger werden es erstmal nicht verstehen, was es bedeutet, das Kreuz von sich zu tragen und Jesus nachzufolgen. Das klingt ähnlich wie die heutige Zeit, oder? Viele Menschen nennen sich gerne Christen, würden sagen, von unseren Ländern, das christliche Land, Abendland und so weiter. Aber sobald es Unannehmlichkeiten gibt, Unbequemlichkeit, oder man muss eine klare Position oder Stand beziehen, dann wird es wieder ganz anders in dem Christ sein. Da sind viele, ja, das kann man nicht so genau sehen, da gibt es gleich die Ausreden und Kompromisse. Einige von euch haben sicherlich mitbekommen, dass diese Woche ganz schwierige Ausschreitungen in Baltimore gab, in den Vereinigten Staaten. Als ich vor ein paar Wochen in Budapest war, war einer von unseren Pastoren, der guter Freund ist, Pastor Michael Modernmund, war da als Pastor von einer großen Gemeinde in Baltimore mit über 1000 Leuten. Und Baltimore ist eine der Städte von USA, die höchste Rate von Kriminalität gemacht hat. Schon vor der Ausschreitung. Und die als Gemeinde sind oft das einfach, sie haben Verbindung mit der Polizei gehabt und ich habe gefragt, in welchem Stadtteil ist diese Woche die höchste Mordrate gewesen und die höchste Gewaltrate. Da sind sie freitags als Gemeinde gegangen und haben Gebetsgemeinschaft gemacht in diese Stadtteile. Und oft haben sie erlebt, dass nach dem Gebet die Kriminalität richtig gesunken ist. Und da hat die Polizei das auch gemerkt. Und sie haben wirklich aktiv mit der Gemeinde mitgearbeitet und sie gefragt, bitte könnt ihr in diesem Stadtteil Gebetsmarsch machen, könnt ihr in diesem Stadtteil hingehen und beten. Und trotzdem ist in einem so eigentlich, sagen wir mal, gesegnetes Land, ein Land, das sich christliches Land nennt wie die USA, sowas wieder möglich. Solche Gewalt, Rassismus und Ausschreitungen stattfinden. Die Partner, die regelmäßig das christliche Lernen und das christliche Welt studieren, hat neulich vor ein paar Jahren herausgebracht, dass 85% von den Menschen in den USA sich Christen nennen. 85%. Und von diesen 85% gehen 20-30% tatsächlich jeden Sonntag oder oft am Sonntag im Gottesdienst. Muss man sich vorstellen, wenn das in Deutschland wäre, wenn 20-30% von Deutschland zum Gottesdienst gehen, das wären so 15-20 Millionen Menschen, die regelmäßig im Gottesdienst gehen. Das wäre gewaltig. Und das ist tatsächlich die Tatsache in Amerika. Menschen gehen immer noch sehr stark zum Gottesdienst am Sonntag. Doch von diesen so vielen Millionen Menschen, die zum Gottesdienst gehen und die Gemeinde besuchen, haben sie weiter nachgefragt. Wie sind ihre Prinzipien? Wie ist ihre Stand als Christen? Was glauben sie eigentlich? Und da kam es zu der Ernüchterung. Es wurde offensichtlich, dass viele keine lebendige Beziehung mit Christus haben. Die Mehrheit war nicht wirklich mit der Lehre der Bibel, des Wortes Gottes, einverstanden. 32% von denen glauben nicht, dass es geistliche Wesen gibt und die Hölle gibt. 32%. Menschen, die sich Christen nennen, glauben nicht, dass es Himmel und Hölle gibt und Engel und geistliche Wesen. Und trotzdem nennt man sich Christ. Natürlich nur Gott kennt die Herzen, aber das sind einfach so ein paar Fakten. Wie sieht es aus in unserem Land? Deutschland und Europa sind eigentlich noch schlechter dran als die USA. Und trotzdem, im Jahr 2012 wurden in Deutschland fast knapp 50 Millionen Christen gezählt. 50 Millionen. In die evangelische Freikirche
gibt es 332.000 Menschen, die evangelische Freikirchen besuchen. 332.000 Menschen in ganz Deutschland. Und insgesamt lebten im Jahr 2012 rund 49,93 Millionen, knapp 50 Millionen Christen in Deutschland. Davon 25 Millionen, ein bisschen mehr als 25 Millionen Katholiken und 24 Millionen Lutheraner plus Freikirchler und so weiter. Knapp 50 Millionen. 50 Millionen Christen. Da können wir sagen, unser Land geht doch ganz gut, oder? Das ist ein großer Prozentsatz, das ist mehr als die Hälfte. Dann ist Deutschland fast komplett erreicht mit dem Evangelium. 50-60% nennen sich Christen. Aber wo sehen wir das? Wo sehen wir, dass unser Land noch christlich ist? Wo sehen wir diese Werte von der Bibel, vom Wort Gottes in unserem Land? Folgen wir wirklich Jesus nach? Oder ist das nur amtlich gesehen, dass man sich als Christ hält? Wo ist die lebendige Beziehung? Sind wir als Christen, Menschen, die sich Christen nennen, die Jesus als Herr nennen, wirklich gehorsam als Nachfolger Jesu Christi? Der Benjamin Miller sagte einmal, es ist viel einfacher, das zu tun, was Gott uns sagt, egal wie schwer das sein mag, als die Konsequenzen davon zu tragen, Gott ungehorsam zu sein. Viele Menschen sagen, ja, ich bin prinzipiell so offen für gläubig und christlich, aber was die Bibel sagt, also das kann ich nicht alles so bejahen, ja. Das ist alles relativ. Da haben wir immer wieder Erklärungen und Entschuldigungen, wie wir Sachen vermeiden. Und dann machen wir natürlich Entscheidungen für unser Leben, die nicht gemäß dem Wort Gottes sind. Und dann gibt es die Konsequenzen zu zahlen. Manchmal, wenn Menschen sagen, ja, es ist zu schwer, Jesus zu folgen, es ist zu schwer, wirklich treu zu sein und zu schwer, wirklich da diszipliniert zu bleiben in der Jesu-Nachfolge, dann frage ich die Leute, wie schwer war das oder wie teuer war das, die ganzen Konsequenzen der Sünde zu bezahlen? Wie war es, wenn du die ganzen Probleme, Trennung, Sucht, Krankheiten, Unfälle und etc. wegen ein so krasses Leben zu bezahlen hast? War das einfach? Und dann kriegt man eine ganz andere Perspektive von der Nachfolge Jesus. Natürlich ist das nicht einfach, natürlich ist das herausfordernd, aber es ist was, was Frucht bringt, was sich lohnt und was wirklich Veränderung in unserem Leben bringt. Aber es ist eine Sache, die Lehre der Bibel nicht zu folgen. Viele Menschen tun das heute, und es ist eine andere Sache, wirklich gehorsam zu dem Wort Gottes zu sein und Jesus wirklich als Herr zu nennen. Hier sagt Jesus zu diesen Menschen, sie nennen mich Herr, aber ich höre mich nicht. Folge mir nicht nach. Etwas stimmt hier gewaltig nicht, oder? Um Jesus Herr zu nennen, bedeutet das eine klare Entscheidung, die wirklich unser komplettes Leben verändert und beeinflusst. Das verbindet uns als Meister nachzufolgen und seine Gebote und sein Vorbild für unser Leben als Autorität und wirklich als Lebensprinzipien zu nennen. Die Dinge, die Jesus gelehrt hat, war für uns zu helfen, ein gerechtes, gottgefälliges Leben zu leben. Für unsere Seelen, für unseren Schutz. Er wusste, dass es am besten ist, wenn wir Liebe und Sexualität in die Ehe ausleben, nicht außerhalb, wo viel Verletzung und viel einfach kaputt gehen kann. Er wusste, dass es für uns am besten ist, wenn wir Gott mit ganzem Herzen lieben und nicht den Satan seinen Lügen nachfolgen, wenn wir nicht in diese Sucht ausrutschen. Er wusste, dass es besser ist, wenn unsere Prioritäten mit ihm stimmen. Er wusste, dass deswegen hat er uns das sein Wort geschenkt. Und Jakobus 1, 22 sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Lass uns nicht betrügen. Lass uns wirklich Jesus als Herr in unserem Leben haben. Und dann gibt Jesus dieses Vorbild und dieses Beispiel von einem Haus, das gebaut wird. Und im Griechischen hat man dieses Wort Oikia oder Oikos, was für Haus steht. Das bedeutet von einer Seite schon ein Haus, aber es bedeutet auch Haus Gottes. Das wird auch gebraucht
man am Felsen ankam. Und dann erst legten sie das Fundament. Tiefer zu graben bedeutet, mehr als nur an die Oberfläche des christlichen Glaubens zu kratzen. Mehr als nur das Angenehme rauszukratzen und zu hören, und das, was uns was kostet, an der Seite zu schieben. Nicht nur Glauben, sondern auch Taten, die Glauben nachfolgen. Nicht nur Besucher, sondern Mitarbeiter. Nicht nur Bibel lesen, sondern die Wahrheit erkennen und sie umsetzen. Nicht nur Gemeinschaft, sondern echte Beziehungen und Freundschaft leben. Nicht nur darüber reden, sondern eine wahre Gehorsam zu Christus als Herr zu leben. Und damit bauen wir ein Fundament, das die Bären des Lebens bestehen wird. Gehorsam baut auf dem Felsen. Lukas 6, 48, wie ein Mann, der auf dem Felsen baut. Und dieses Felsen ist auch ein bekanntes Wort, viele von euch kennen das, Petra, Petrus. Petra kommt aus diesem Wort Felsen, ein Fundament. Das gleiche Wort ist gebraucht in 1. Korinther 10, 4, wo steht ganz klar, wer der Fels ist. Der Fels aber war der Christus. Auch in Matthäus 16, 18 sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Schattenpforten werden sie nicht mehr überwältigen. Christus baut seine Gemeinde auf dem Fels und er selbst ist der grundlegende Fels und Fundament für unser Glauben. Oft als kann man versuchen, Menschen nachzufolgen und wirklich das als höchste Priorität zu nennen. Aber selbst da sagt man, in Epheser 2,20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Die haben ihre Rolle, um uns das Wort Gottes weiterzugeben. Wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Es gibt kein anderes Fundament als Christus Jesus selbst. Und dann die Diener Gottes, die Propheten, die Apostel, die Prediger, die uns das Wort Gottes lehren, dienen in seinem Namen, aber wir können als Menschen kein anderes Fundament legen als Christus allein. Noch ein Vers in 1. Petrus 2, 6. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schande gehen, zu Schande werden. Christus ist der kostbare, ewige Eckstein, auf dem wir bauen. Jesus ist der Fels, auf dem unser Leben Gottes Gemeinde gebaut wird. Und klar, wenn es alles gut läuft und angenehm ist in unserem Leben, scheint es nicht so wichtig, auf dem Felsen zu bauen. Es gab immer wieder diese Beispiele, vor allem in ärmeren Ländern, wo man schaut nur irgendwie kurz und schnell und so günstig und so billig wie möglich ein Haus zu bauen, egal wo und egal wie, damit man einfach ein Dach über dem Kopf hat. Das sehen wir leider immer wieder, dass das große Tragödien für uns hat. Es war neulich in meinem Land in Bulgarien, wo Menschen da gebaut haben, wo früher ein Fluss war. Gerade in den Becken vom Fluss. Und sie haben gedacht, jetzt ist Dürre, es kommt nie wieder Wasser da rein, da können wir einfach da reinbauen. Ganz falsch. Und natürlich illegal, haben sie nicht wirklich groß gefragt, die Ämter. Aber eines Tages kam das Wasser wieder. Da könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist, wenn man das Haus im Becken von einem Fluss baut. Leider haben uns diese Woche auch sehr erschütternde Bilder erreicht von Nepal. Ich habe auch ein Video mitgebracht, aber ich weiß nicht, ob es technisch klappt, wahrscheinlich wird es schwierig. Wir können es versuchen, wer klappt es. Die einfach zeigt mit einer Drohne die Zerstörung. Und wirklich da werden komplette Stadtteile wirklich zerstört und ausgerottet. Diesmal nicht nur neue Häuser, oft ist es so, dass gerade die neuen Häuser, die billig und nicht mit Qualität gebaut wurden, zerstört wurden, sondern auch die ganz alten Tempel, die hunderte oder vielleicht sogar tausende von Jahren überlebt haben. Aber zumindest haben sie einige tausende von Jahren überlebt. Aber man sagt, viele von den Neubauten, die wirklich nicht qualitativ gebaut
Verletzte. Mehrere Millionen von Menschen sind jetzt obdachlos oder haben Angst, in die Häuser wieder zurückzukehren, weil es immer wieder Nachbarn gibt. Eine ganz, ganz tragische Geschichte. Und natürlich, wir benötigen die Paar und unsere Freunde dort auch Unterstützung. Eine positive Geschichte habe ich aber von Nepal, was natürlich auch ein sehr schönes Bild auch für die Gemeinde, für das Reich Gottes ist. Wirklich wahre Geschichte. Eine von unseren Missionaren, Scott Renz, war gerade dort in Nepal. Und das Erdbeben ist passiert um 11 Uhr, etwas 11.30 Uhr, glaube ich, nepalische Zeit am Samstag. Und anscheinend haben die Nepaler am Samstag Gottesdienst. Das war gerade in der Gottesdienstzeit. Und unsere Bewegung, Gemeinde Gottes, hat in Nepal so 40, 42 Gemeinden. Und was erstaunlich ist, ist, dass alle Gläubige, alle Mitglieder, alle Gläubige waren in Gottesdienst in dieser Zeit. Waren alle 40 Gemeinden, waren alle in Gottesdienst, als das Erdbeben anschlug. Das Großartige und wo wir einfach Jesus Ehre geben können, ist, dass keine von diesen 40 Gemeinden, Kirchen, ist eingestürzt. Keine einzelne. Die wurden wirklich sehr erschüttert und sehr wirklich mit Angst schockiert, aber keine von diesen Kirchen ist eingestürzt. Viele Häuser von den Gemeindemitgliedern sind eingestürzt, aber die waren alle im Gottesdienst und dadurch ist kein einzelner Mitglied Gottesdienstbesucher verletzt worden oder ist getötet. Und alle diese Menschen wurden im Gotteshaus, im Haus Gottes, haben sie eine Bewahrung erlebt. Was für ein starkes Bild. Dass es gut ist, am Sonntag in Gemeinde zu sein, das war ja, du passt nicht in den Gottesdienst, ja. Und zweitens, das Haus Gottes sollte in einem stabilen Fundament gebaut werden. Aber lass uns für den Menschen in den Ball beten. Und wir haben auch einen Aufruf gemacht für unsere Bewegung. Ich werde es euch auch weiterleiten. Wer die Möglichkeit hat, da auch zu unterstützen, kann das gerne tun. Wir werden da direkt über unsere missionarische Gruppe die Hilfe ankommen lassen. Es wird natürlich eine längere Zeit jetzt vom Wiederaufbau, viele Monate, wo wir auch eine Hilfe und einen Segen sein können. Was für ein starkes Bild. Das Haus Gottes ist nicht eingestürzt und alle wurden da eingeschossen. Das ist so wichtig auch für unser Leben, dass unser Leben auf gutes Fundament gebaut ist. Ein festes Fundament ist unverzichtbar in allen Aspekten des Lebens. Wir sehen hier in Lukas 6, 48, als aber die Flut kam, stieß der Strom an ihres Haus und könnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Jesus wusste, dass die Berge in Palästina haben sehr wenig Vegetation, weil es ein trockenes Land ist und es wirklich sehr wenig Regen gibt. Und wenn es aber einmal regnet, dann kann dieses Erde nicht wirklich Wasser aufnehmen. Es gibt kaum Bäume und kaum einfach Grünes und das Wasser rascht wirklich schnell durch die Gegend. Und es kann wirklich in kürzester Zeit eine gewaltige Strom entstehen auf diesem trockenen Land. Und er wusste, dass dieses Beispiel wirklich auch seine Zuhörer verstehen werden, was es bedeutet, ein festes Fundament zu haben. Und er kann das ganz stark mit Gehorsam verbinden. Gehorsam baut auf dem Fels und Ungehorsam baut auf dem Sand. Wer auf dem Sand baut, wird früher oder später die Konsequenzen davon tragen. Es gibt keine Abkürzungen, es gibt keine Kompromisse, die uns weiterführen werden. Jedes Kompromiss, den wir machen, kommt eins zurück. Das erleben wir immer wieder. Wenn wir Sachen nicht richtig machen, irgendwo, eines Tages müssen wir zurückkommen, müssen wir reparieren, bis es richtig steckt. Und so ist auch mit Bauern und dem Sand. Lukas 6, 49. Wer aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauern. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es. Und der Sturz jenes Hauses war groß. Das ist der Kontrast zu einer Person, die hört das Wort Gottes und es umsetzt im Gehorsam und einer Person, die es hört, aber es nicht tut. Das ist so Gottes Zusage. Es geht nicht hier um eigene Meinung, einige Vorbilder, es geht um die Prinzipien der
ist die Frage, wie stellen wir das fest? Wie wissen wir, ob wir ein gutes Fundament haben? Ich denke, ein wichtiges Stichwort hier ist prüfe dich selbst. Das Wort Gottes sagt immer wieder, prüfe dich selbst. Und auch lass andere Mitmenschen, Bruder und Schwester von der Gemeinde, in deinem Leben hineingehen. Und dich korrigieren lassen. Also ich erlebe das so, so oft, dass wir als Christen, als Menschen sehr unwillig sind, uns korrigieren zu lassen. Wir müssen wieder lernen, uns korrigieren zu lassen, von anderen. Auch in dem Moment, uns mal zeigen zu lassen, um Korrektur zu empfangen. Du wirst schon spüren, ob jemand dich einfach jetzt runterziehen will oder wirklich das Beste für dich möchte. Dafür gibt dir einen Maßstab, gibt dir eine Warnung. Sagt, hey, mein Freund, mein Bruder, mein Schwester, geh nicht diesen Weg. Geh nicht diesen Weg. Das ist nicht der Weg mit Jesus, das ist nicht der Weg mit Gott. Lass uns uns dafür sein, uns korrigieren zu lassen. Es reicht nicht einfach hierher zu sein und einfach uns auf die Gnade und die Liebe Jesu zu verlassen. Jesus sagt, wer, er liebt uns, das ist keine Frage, aber er sagt, wenn du mich, wenn wir uns lieben, dann wird er auch sein Gebot halten. Oft interessieren wir uns nur, ob Jesus uns liebt. Aber fragen wir uns, lieben wir wirklich Jesus? Eine Beziehung ist gemeinsam. Eine Beziehung ist gemeinsam. Es muss von beiden Seiten ein Antwort gegeben werden. Hier sind einige Merkmale für ein gutes Fundament. Reich im Charakter, hingegeben zu Jesus, fest in der Lehre des Wortes Gottes. Geistig sensibel und fruchtbringend. Wir haben vor ein paar Wochen gesprochen über angelockt sein an den wahren Weiber und Frucht bringen. 1. Korinther 3, er sagt es nochmal: Den einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gerecht ist. Welcher ist Jesus Christus? Es gibt keinen anderen Grund. Und jetzt ganz praktisch, heute werden wir, es gibt einige Prinzipien, die Jesus uns gegeben hat, die einfach wirklich ganz klar seine Gebote sind. Eines davon ist das Abendmahl. Und wir werden sicherlich bald auch nochmal auch über den Abendmahl reden, was es bedeutet und so weiter. Wir haben es in kleinen Stücken, jeden Monat, wenn wir Abendmahl nennen, aber einmal werden wir es wieder nochmal ein bisschen in die Tiefe beobachten, die Bedeutung, die Wichtigkeit. Das ist eine von diesen Verordnungen, Ordinanzen, die Jesus uns gegeben hat. Tu dies in meinem Gedächtnis. Das ist eine von diesen Bausteinen für ein festes Fundament. Eine klare Entscheidung für Jesus, klare Umkehr von Jesus. Das ist das Grundfundament für unsere Staatsbeziehung zu Jesus. Die Gemeinschaft in der Gemeinde, das Zusammenkommen, das ist ein Fundament. Für unser festes Fundament, dass wir nicht fernbleiben von der Gemeinschaft der Gläubigen, uns gegenseitig stärken und uns ermutigen. Das ist auch ein Fundament. Aber heute möchte ich nochmal ein bisschen in der Nähe, einfach ein bisschen näher, diese nächste andere Ordinanz, der Anordnung von Jesus, dass Jesus persönlich uns Vorbild gegeben hat, das ist die Taufe. Nur ganz kurz anschauen, wir haben den Ball Taufe. Ich weiß, einige von euch bewegt dieses Thema. Was ist mit der Taufe? Es gibt viele klare Gebote, wie gesagt, dass Jesus uns gegeben hat. Aber eins von den klarsten ist auch die Taufe. Weil er persönlich auch diesen Weg gegangen ist. Manche sind wirklich Gebote von Gott, Taufe, Buße, Bekehrung und so weiter. Andere sind Gnadengaben und Geschenke von Gott, die Gott uns gibt. Zum Beispiel Gnade, Vergebung, Taufe und Heiligen Geist, das sind Geschenke Gottes. Doch die Wassertaufe steht als ein wichtiger Schritt nach der klaren Entscheidung mit Jesus, nachdem wir wirklich Jesus als Herr erkannt haben und rezitiert haben, für unser geistiges Lernen. In Matthäus 3, 13 bis 17 geht Jesus persönlich zu Johannes dem Täufer und lässt sich taufen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er hatte das ganz sicher nicht nötig. Er war ohne Sünde, er war Herr der Herren, er war der Messias, er musste nicht zu ganzen Körper gehen. Aber um uns Folgen zu geben, gilt er persönlich und ließ ihn taufen. Und dann hat uns damit auch gesagt, dass jeder Nachfolger sein Vorbild nachzufolgen kann und sollte.
Christentum sehen wir die Taufe so ein bisschen als Nebensache, als irgendwas Selbstverständliches. Wir haben natürlich auch verschiedene Traditionen in unserem Land. Wir wissen, dass einige von den Großkirchen in unserem Land die Kindertaufe praktizieren. Und das ist auch für sich ein anderes Thema. Aber in der Bibel sehen wir, dass Taufe immer mit eigenem Glauben, mit eigener Entscheidung verbunden wurde. Es ist nicht mehr nicht so diese Bequemlichkeit, sondern es ist ein klares Zeichen und klares Schritt des Gehorsams. Ich sehe jetzt Jesus nachfolgen. Chuck Colson sagte, in unserem westlichen Christentum ist die Taufe so selbstverständlich geworden und irgendwas Nebensächliches. Aber für viele Christen, für die meisten Christen dieser Welt, bedeutet das eine klare Trennung manchmal von Familie, von dem alten Leben und vielmals auch Lebensgefahr. Ob das im muslimischen Leben wird oder im früheren Kommunismus. Wenn jemand sich mit der Taufe zuerst bekannt hat, riskiert sein Leben, seine Karriere und einfach viel stand auf dem Spiel. Und trotzdem tun das unsere Glaubensgeschwister. Ich habe gerade eine Geschichte gehört von Hilton, von einer jungen Frau. Sie ließ sich taufen. Erfüllt mit Freude, mit dem Heiligen Geist, kommt sie nach Hause. Da wartet ihr Bruder auf sie. Mit einem Revolver. Bringt sie um. Direkt will einen Bruder, weil sie Jesus in der Taufe nachgefunden hat. Das ist, was Taufe für viele Christen in dieser Welt kostet. Ihr eigenes Leben. Selbst in Deutschland vor einigen hundert Jahren wurden Menschen verfolgt und getötet, weil sie sich taufen müssen. Die Teufelbewegung und so weiter. Und es ist schon traurig, dass wir die Taufe nicht als was Wertvolles und was wirklich Wichtiges nehmen. Wir versuchen das zu argumentieren, zu relativieren, zu erklären. Wir zweifeln ihre biblische Bedeutsamkeit, vernachlässigen es in unserer geistlichen Entwicklung. Ich bin dir über die Jahre sehr dankbar, dass in unserer Gemeinde doch so viele Menschen dieses Erkenntnis von Gott bekommen haben, sich taufen lassen. Und das war immer ein wunderbares Fest des Glaubens. Und die das getan haben, haben alle nachgezeugt, es war ein besonderer Moment, ein Meilenstein, wirklich ein Fundament, das ich jetzt fest in meinem geistlichen Leben habe. Wie ein Trauring, ein Symbol ist für die Ehe, oder wie eine Polizei oder Militäruniform ein Symbol ist für einen Menschen, der in eine Verantwortung steht, in deinem Auftrag. So ist die Taufe auch ein Symbol, das Gott entworfen hat für uns, um eine Person zu erkennen, die ein Jünger von Jesus Christus ist. Ich will mit diesem Wort Symbol ein bisschen vorsichtig umgehen, weil das beschreibt viel zu wenig die Bedeutsamkeit und die Tiefe der Taufe. Und trotzdem ist das ein Symbol, ein Zeichen nach außen. Die Taufe ist aber viel mehr als nur ein Symbol. Es hat eine tiefe Bedeutung. Und Schönheit. Taufe ist ein Symbol, aber auch viel mehr als das. Und das Wort Gottes beschreibt das immer wieder, dass wenn wir rettet sind, sind wir geistig getauft in Christus und in seinem Leib in der Gemeinde. Und die Wassertaufe ist die äußerliche Darstellung von diesen inneren Wirklichkeiten, die jetzt geschehen sind, dass ich in Christus getauft bin, dass ich jetzt ein Teil von seinem Leib bin. In dem biblischen Symbolismus bedeutet das Wasser immer Reinigung und was Reines, was Schönes. Deswegen ist in der Taufe auch Wasser ein wichtiger Teil. Jesus ging, um sich zu taufen. Johannes taufte, wo viel Wasser war, in dem Jordan. Wer in Israel mal weiß, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wo man richtig jemand untertauchen kann. Dafür ging er den ganzen Weg bis zum Jordan, damit er sicher ist, dass er genügend Wasser hat. Die Taufe repräsentiert die geistliche Wiedergeburt. Also diese innere Reinigung und geistliche Wiedergeburt sind zentrale Themen bei der Taufe. Die müssen da sein, bevor man sich tauft. Das geschieht durch die Entscheidung, durch die Neugeburt in Jesus Christus.
Jesus als Herrn, keine Illusion. Es muss vom Herzen geschehen, meine Frage, es muss von dem inneren Erkenntnis geschehen. Aber es ist ein klarer Vorbild und die Wort Gottes. Jesus in seinen letzten Worten in Markus 16, 16 sagt, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Jesus verbindet die Taufe direkt mit der Entscheidung, dem neuen Gebot. Und diesem Glauben, zu diesem Glauben gehört die Taufe dazu. Und das muss was Wichtiges sein, wenn Jesus das in seinen letzten Worten im Auftrag, das Missionsauftrag, uns mitgibt. Menschen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen. Wie in Matthäus 28, 19 und 20 steht. Wir lesen auch in der Bibel nirgends von ungetauften Christen. Im Gegenteil, im Apostelgeschichte wurde die Frühgemeinde viel mutiger als wir. Und das muss ich auch gestehen. Wir sind manchmal ein bisschen zu vorsichtig. Wir wollen erstmal das Kurs und den Kurs machen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man ein gutes Fundament legt. Ja. Aber in der Apostelgeschichte sehen wir, dass wenn man sich entschieden hat für Jesus, eigentlich gleich danach getauft war. Es gibt so viele Beispiele. Im Apostelgeschichte 2,38, die Jüngsprägung von Petrus. Petrus sagt, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen im Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und nur ein paar Verse später, in 41, was geschieht, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Es gab kaum zeitliche Verzögerung, ja. Die hatten das Vorrat, die waren mutig und die haben gesagt, ja, ich entscheide mich und ich mache das. Das wünsche ich mir auch so sehr für heute. Klare, folgende, tiefe Entscheidungen für Jesus und dann gleich die Taufe. Da gibt es keine Zweifel mehr, da gibt es keine Fragen mehr. Ich weiß, ich habe Jesus erlebt und lasse mich taufen. Mögen wir das auch mehr und mehr Gottes werden, auch erleben. Im Apostelgeschichte 8, 26 bis 40 gibt es die Geschichte von Philippus und der äthiopische Kämmerer. Philippus erklärte diesen Äthiopier das Wort Gottes und er hat es verstanden und dann fuhren sie weiter und ich habe Wasser gesehen. Viel Wasser und er hat gesagt, guck mal, hier ist viel Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und Philippus hatte nichts dagegen zu sagen. Er hat gesagt, nein, also Kinder, die nicht kommen und die haben in den Wagen gestoppt, sind ausgestiegen. Und der Äthiopier ließ sich taufen. Auch Apostel Paulus, Saulus, als er sich bekehrt hat, als er sich entschieden hat für Jesus, das erste, was er gesagt hat in Apostelgeschichte 22, 16 ist, dass er sich einfach taufen ließ. Und das tat er auch. Und das sind viele, viele mehr Beispiele in der Apostelgeschichte, wo die Entscheidung im Glauben zu Jesus sofort mit der Taufe verbunden wurde. Und das ist einfach, was mich bei den Kindstaufe gegeben werden kann, weil da fällt einfach ein eigener Glaube und eine eigene Stärke. Und dafür glauben wir auch in diese biblische Art von Taufe, dass jeder sich selber entscheiden soll, mit seinem Verständnis, mit seinem Erkenntnis und dann einfach diese Entscheidung trifft mit Jesus, nach seiner Bekehrung, nach seiner Entscheidung für Jesus. Das Wort Gottes sagt uns immer wieder, Glaube und den Taten ist dort. Jakobus 2,17 und ein lebendiger Glaube bringt ein gehorsames Herz hervor. Und die Wassertaufe ist ein von diesen nächsten Schritten des Gehorsams. Das ist nur ein Beispiel vom Fundament, in dem wir leben müssen. Es ist auch nicht so, dass wenn wir uns einmal getauft sind, dass wir danach machen können oder machen können, was wir wollen mit unserem Leben, sondern unser Leben gehört Jesus. Unser Leben wurde erkauft mit dem höchsten Preis. Wir werden es in ein paar Minuten feiern. Dieses Opfer an Gott, dieses Preis, das bezahlt wurde durch Jesu Leib, durch Jesu Blut. Und wenn wir den Herrn nennen, bedeutet das auch, dass er wirklich Herr ist und Meister ist. Und dass wir ihm nachfolgen, dass er unser höchstes Vorbild, unser höchstes Ziel, unser höchstes Berufung ist, ihn zu lieben. Nach ihm nachzufolgen, seine Geburt und seine
Die Wassertaufe ist eine kraftvolle Erinnerung an Gottes wunderbare Gnade. Die alte Kreatur, die früher war, ist jetzt tot und ist in Christus zu meiner neuen Schöpfung geworden. 2. Korinther 5,17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die Taufe ist wie ein Meilenstein, an den wir uns erinnern, an den wir zurückschauen. Und vielleicht hast du gerade jetzt Probleme, der Feind wird dich anklagen und sagen, du bist da, hast du da versagt, hast diese Sünde in deinem Leben, hast es nicht weiter gemacht. Und wenn wir vom Herzen uns taufen lassen, können wir dem Feind einen Abfall sagen, einen Abfall bringen und sagen, Teufel, Feind, ich wurde da getauft und den Tag, ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen, es gibt kein Zurück, ich gehöre Jesus. Und der Feind ist besiegt. Die Taufe steht da als ein Meilenstein für unser Leben, auf den wir immer wieder zurückschauen können, den wir immer wieder uns erinnern können. Genauso ist es einfach. So, wenn du heute angegriffen bist, angeklagt bist vom Feind, erinnere ihn an deinen Taufe. Erinnere ihn an die Entscheidung, die du mit Jesus getroffen hast. Feier das Neue, bekenne das Neue, diese Entscheidung. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Es gibt kein Zurück. Ich schaue auf Jesus, ich schaue auf das Kreuz und ich gehe voran. Und da wird die Anklage zerbrochen. Und der Feind hat eine Haftung. Der Feind ist besiegt. Und wenn du noch nicht getauft bist, ich ermutige dich, tu das im Namen Jesus. Und gib deine alte Natur eine richtige Beerdigung, dass man auch sagen kann, die ist richtig beerdigt. Und damit auch eine klare Abfuhr für den Anklagen des Teufels. Amen. Es ist wichtig, dass ich hört zu den Bausteinen der Nachfolge Jesus. Und es gibt auch nichts zu verlieren, sondern viel zu gewinnen, wenn wir Jesus nachfolgen. Klar, wir werden verlieren vielleicht Bequemlichkeit, aber wir werden gewinnen. Fülle, innere Freude, Zufriedenheit, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Letztlich geht alles zurück auf Jesu Aussage in Johannes 14,15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Die Taufe ist ein einfacher, aber tiefgründiger Akt des Gehorsams, das dich durch das ganze Leben tragen und begleiten wird und dein Haus, dein Fundament beim festen Fels stellen wird. Wenn das vom Herzen, vom inneren Erkenntnis, mit Glauben getan wird. Ich ermutige dich, tu diesen Schritt. Nicht weil eine Gemeinde, eine Kirche, ein Prediger dir das sagt, sondern weil das Jesus uns vorgelebt hat und uns gefolgt hat. Weil das klare Wort Gottes ist für uns. Und die nächste Gelegenheit, wie ihr gehört habt, ist nicht weit weg. Am 26. Juli liegt es. Aber wir sind auch flexibel. Wir haben auch immer wieder Möglichkeit, jemanden auch spontan zu tauchen. Wenn jemand wirklich ans Herzen brennt und sagt, ich will sofort. Wir werden darüber und wir finden Möglichkeit. Aber am 26. Juli wollen wir es gemeinsam feiern. Ich ermutige dich. Bete darüber. Lese im Wort Gottes. Und folge Jesus nach, auch in diesem Geschenk. Wenn du mehr über die Taufe lernen möchtest, du kannst noch fragen, wir laden dich ein zum Live-Seminar. Wir machen auch Live-Hauskreis, Entschuldigung. Wir haben diesen wunderbaren Hauskreis, wo wir jetzt gerade diese Grundlagen des Glaubens durchgehen und darüber reden. Und in den kommenden Wochen werden wir auch nochmal vertieft da über Taufe, über Heiligen Geist und gerade diese Schritte, dass wir Nachfolge lernen und reden. Man kann Fragen stellen und so weiter. Wenn du noch offene Fragen hast, herzlich willkommen zum Live-Hauskreis. Kannst gerne mit Christine, mit Jens, mit mir, mit deiner Mutter reden und einfach dich einladen lassen. Gott ist gut, Amen. Wir wollen als Menschen, als Gläubige, ein festes Fundament haben, auch als Gemeinde. Das ist die Grundlage für alles, was wir tun. Für jeden Missionsauftrag, für jede Vision, die wir haben, muss die Grundlage stimmen. Jesus sagt uns in Johannes 8,32: Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Heute haben wir noch einmal ein Stück von dieser Wahrheit von Gottes gehört.
seine wahre Gemeinde wird bestehen und ist sicher. Lass uns beten für Einheit, lass uns beten für Erkenntnis, für die Kraft des Heiligen Geistes. Diese Erschütterungen zu erkennen und durch ein starkes Fundament in unserem Leben zu gewinnen, zu bestehen und überwinden, zu können im Namen Jesus. Amen. Amen. Möge der Herr uns helfen, sein Fundament zu bauen in unserem Leben. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Vater, ich danke dir, dass du uns wirklich wunderbare Worte der Wahrheit des Lebens aus deinem Wort geschenkt hast. Danke für dein Vorbild. In der Taufe, danke für dein Vorbild am Kreuz. Danke für dein Opfer, danke für deine Gnade, danke für deine Liebe. Danke, dass du uns alles geschenkt hast. Alles, was auch wir zum Lernen brauchen müssen. Danke für die Kraft deines Geistes, die uns befähigt, dir dein Nachfolger zu sein. Vater, ich danke dir auch für diejenigen, die heute einfach dieses Wort gehört haben und die einfach vor Entscheidungen stehen. Bitte, Vater, dass du in deinem Herzen sprichst, dass du bewegst, etwas für deine Zeit, in die richtige Entscheidung zu treffen, gemäß deines Wortes. Vater, ich segne diejenigen, die vor wichtigen Entscheidungen in anderen Bereichen in ihrem Leben stehen, ob es Beziehung ist, ob es professionelle Entwicklung ist, Vater, ob es Ausbildung ist, Herr, Zukunft, du kennst es, Herr. Bitte, Vater, dass jede Entscheidung wirklich gemäß deines Wortes und deines Wortes wirklich entschieden wird und getragen wird. Jesus, ich segne jeden einzelnen von uns. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Wahrheit in unserem Leben. Schenk uns mehr Erkenntnis von deinem Wort, schenk uns mehr Offenbarung von deinem Geist und schenk uns ein williges, gehorsames Herz. Da, wo wir hart geworden sind, wo wir an menschliche Erklärungen und Meinungen entwickelt haben, die nicht gemäß deines Wortes sind, bis du unsere Gedanken veränderst, unsere Denken veränderst und uns erneuerst durch die Kraft und die Liebe deines Geistes. Erst danke dafür. Danke auch für dein Kreuz. Danke, dass wir jetzt auch dein Abendmahl feiern dürfen. Im Namen Jesus. Amen. 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 Ein weiterer Baustein der Nachfolge ist das Abendmahl, das gemeinsame Feiern des Abendmahls. Und ich möchte dazu unserem Hauskreis von Schabach, Wolfgang, der Wolle einladen, Erich und Dani, Ebert und alle zusammen kommen, und sie werden uns heute mit dem Abendmahl.